Die Vorstopper. Der Bundesliga-Podcast mit Schulz und Scherf. Präsentiert von DOCOM 21. Internet, Telefonie, TV. Was liegt näher? Sag nix. Gut. Das war die Mannschaft. Das war die Mannschaft nach dem Pokal. Jetzt darfst du im Übrigen was sagen. Ja? Warte, jetzt hörst du deine Stimme? Ich sehe dich nicht. Du siehst so einigermaßen frisch aus. Nein, ich bin ein stiller Feierer. Ich habe nicht gefeiert. Ich habe mich ganz, ganz doll gefreut. Ja. Während des Spiels habe ich natürlich auch bei den Toren gejubelt, aber ich bin auch schon als Profi auch. Ich habe ja nicht so viel gewonnen oder auch, ich habe ja über zweite Plätze oft gefreut. Mhm. Nein, aber ich bin eher so ein stiller Freuer, eher so ein Franz Beckenbauer Typ. Man muss sich ja nicht gleich immer den Kopf zurauschen und es war fantastisch, war ein wunderbarer Abend, ein tolles Spiel. Ja, also das war mal richtig schön. Du, das war ja jetzt hier gerade der kleine Auszug aus der Pressekonferenz, ja, in den Katakomben des Berliner Olympiastadions. Edin Terzic hat viele schöne Sachen gesagt in dieser Pressekonferenz. Er hat irgendwann vorher mal erzählt, also mit dem Feiern hätte er sowieso keine Probleme, weil er hätte in seinem Leben noch keinen Tropfen Alkohol getrunken. Ja, anschließend kamen dann die Jungs und kippten ihm literweise das Bier über den Kopf. Da wird das eine oder andere Tropfen in den Mund gelandet sein. Nach dem Motto, kein Alkohol ist auch keine Lösung. Definitiv nicht. Es waren traumhafte Bilder. Ich habe schon lange nicht mehr, muss ich sagen, bei einem Spiel des BVB, wobei das ist Quatsch, nein, es gab ja auch in der Champions League wahnsinnig spannende Spiele in dieser Saison, aber ich fand es eben total spannend, dieses Spiel. Weil nämlich Borussia Dortmund nicht unbedingt, ihr mögt mir das verzeihen, liebe Leute, aber der BVB war ja jetzt nicht unbedingt die bessere Mannschaft. Warum lachst du denn jetzt so blöd? Nein, weil... 4-1 gewonnen, willst du denn doch? Ja, siehste. Ja. Nein, natürlich nicht. Guck dir die Leistungsdaten an, wenn du das... Die waren nämlich, glaube ich, in allen Parametern schlechter. Ja. Außer in Tore. Na siehste. Außer im Tore schießen. Ja, jetzt gehört mal leider zum Fußball dazu. Ich habe mich vor dem Spiel verstiegen und habe so ein bisschen in die Statistik geguckt und habe dann die Überzeugung gewonnen. Also das Wohl dieses Spieles hängt nicht unbedingt ab von Erling Haaland, sondern von Jadon Sancho. Letztendlich waren es beide, ja, mit ihren beiden Treffern. Aber was der Sancho da abgeliefert hat, war natürlich auch der absolute helle Wahnsinn. Gut, diesen leichten hätte er dann auch noch machen können, ne? Ja, da stand ich kurz vor der Explosion, muss ich ehrlich sagen. Ja. Ja, das hätte nochmal eng werden. Stell dir mal vor, der ballert das Ding und es wird nochmal richtig eng. Ich meine, ja, oder, der braucht 3-2 vorne. Oder hier, Herr Hazard hatte ja auch noch so ein Ding am langen Pfosten. Aber dass der das Ding nicht trifft, das ist ja eher die Regel. Wollen wir jetzt über diese schlechten Sachen reden? Nein, oder was? Lass uns über die guten Sachen. Pass auf, der Sancho, das war natürlich ein Schweineding, aber der Junge ist ja nicht mehr wiederzuerkennen. Der arbeitet nach hinten, aber wie? Ja. Ist das geil? Ja. Ich meine, nicht so viel wie Marco Reus. Also das muss ich sagen. Also er hat zwar jetzt, hat er ein Tor geschossen gestern eigentlich? Er hat viel und damit alle vorbereitet. Ja, er hat kein Tor geschossen gestern. Nein. Für mich war Marco Reus der beste Spieler auf dem Platz, muss ich ehrlich sagen. Für mich auch. Was der, ja gut, wahrscheinlich nicht nur für uns. Jeder, der ein bisschen Ahnung vom Fußball hat, wird es wahrscheinlich so gesehen haben. Keine Ahnung, ist ja auch wurscht. Ganz viele. Was der geleistet hat, ja, in der Defensive, und das ist ja genau der Punkt, und auch da hat sich, und jetzt komme ich wieder zurück zu Sancho, da hat der Junge sich auch verbessert. Und ich glaube nicht, ja, dass das auch so Eigeninitiative passiert ist, weil der hat ja gern immer in jedem Spiel so 6 bis 8 Mal den fünffachen Doppelübersteiger gemacht, ja, völlig sinnlos, hat nichts gebracht, sah aber gut aus, und war dann kaputt, um nach hinten zu laufen. Aber mittlerweile hat sich das echt geändert. Und ich vermute mal, dass das unser neuer Lieblingstrainer, Edin Terzic, dass der dafür nicht ganz unverantwortlich ist für die Geschichte. Ja, und die ganze Mannschaft, er arbeitet nach hinten super. Und es ist eben das neue Spiel. Ja? Das neue Spiel ist nicht 85 Minuten um 16 herum zu spielen und nicht reinzukommen, weil da noch 11 andere stehen, ja, sondern... Das ist eben eine grundsätzliche Frage eines Trainers, die Stärken seiner Mannschaft in ein Spiel reinzubringen. Ich habe ja auch eine Trainerausbildung gemacht. Das ist so eins der ersten Dinger, dass es eben zwei Optionen gibt, wie man spielt. Entweder man hat so eine vorgeschriebene Taktik im Kopf,
4-3-3 wie die Holländer, dann spielen sie, egal was für Leute du hast. Oder ich gucke, was habe ich für Leute und danach und versuche die Stärken meiner Spieler in diese Taktik einzubauen und die Schwächen natürlich logischerweise irgendwie zu verhindern. Also, und da scheint in Terzic einen ganz, ganz großen Schritt gemacht zu haben. Also, Borussia Dortmund hat sich ja mit ihm verabschiedet von diesem Ballgeschiebe. Ja, und wie du schon sagst, von diesem, wir spielen uns lustig rund um den 16er, aber in der Box passiert da nichts. Zur Philosophie, wir bieten doch dem Gegner mal ein bisschen Raum an. Und da fühlt er sich auch gleich wohl und ein bisschen überlegen. Und dann beißt die Schlange zu. Ja, genau, so sieht's aus. Ja. Ja, und das machen die gut. Hat ein bisschen gedauert, weil es ist natürlich auch nichts, was du jetzt nochmal in zwei Tagen eintrainieren kannst. Wir haben ja gesehen, diese Übergangszeit, in die auch die Verpflichtung von Marco Rose fiel, war ein bisschen holprig. Aber was die Jungs jetzt seit doch, muss ich sagen, geraumer Zeit anbieten, schon ist beachtlich. Und vor allen Dingen geht das ja oder funktioniert das natürlich auch nur, wenn du, das ist ja eigentlich dein Metier, die defensive Stabilität dazu gewinnst. Und jetzt kommen wir zu dem nächsten Punkt. Ja. Der von uns. Ja. Völlig zu Recht gescholtene. Ja. Augen zu Akanji. Ja. Auch der war gestern Augen auf Akanji. Aber sowas. Und nicht nur, aber nicht nur gestern, auch die letzte. Auch der, obwohl, da bin ich ja immer noch der Meinung, dass der unseren Podcast hört. Ja, ja. Weil die Hände, sonst weiß ja, wie oft habe ich das gesagt, keine Ahnung. 20 mal, 30. Seine größte Sorge war immer, dass er nicht in die Hand geschossen wird. Ja? Und anstatt auf den ballführenden Stürmer zu gehen und den Ball zu kriegen und abzuwehren, hat er ja versucht, die Hände irgendwie auf den Rücken zu kriegen. Ja? Und wie oft ist das in die Hose gegangen? Habe ich letzte Zeit nicht mehr gesehen. Was ich gesehen habe, ist, dass er auf den Ball gegangen ist, dass er gestört hat, aggressiv. Gutes Aufbauspiel. Junge, der ist klasse. Der war, also für mich war gestern der beste Abwehrspieler. Ja, war einen Tacken besser als Hummels, wobei der natürlich mit seiner ganzen Erfahrung da auch ordentlich was reingeworfen hat. Auch einen ganz wichtigen Schuss noch abgewehrt, der dann knapp rechts am von ihm aus links gesehen am Tor vorbeigegangen ist. Also das war insgesamt eine richtig gute Teamleistung von Borussia Dortmund. Deswegen kann man auch, ja, das Ergebnis war vielleicht ein bisschen hoch, ich habe mich trotzdem gefreut. kann man trotzdem sagen, am Ende des Tages hast du es dann verdient. Punkt. Ja gut, das steht außer Frage, finde ich. Obwohl, waren da nicht ein paar Pfosten und Lattenschüsse noch zwischendurch? Ich musste so lachen, als der Nagelsmann das wäre gesehen nach dem Interview. Wie der sich innerlich selbst zerfressen hat. Ja. Was war denn los mit ihrer Mannschaft? 4-1. Ne? Und dann, wir haben Chancen gehabt. Eigentlich waren wir die bessere Mannschaft, zumindest gleichwertig. Und dann sagst du, dann kannst du mir sagen, ja, aber 4-1. Kannst du dir nichts für kaufen? Nee. Kannst du dir nichts verkaufen. Also Borussia Dortmund hat es wirklich geschafft, hat zum fünften Mal in der Vereinsgeschichte den Pokal gewonnen. Leider ohne Fans. Naja, im Stadion ohne Fans, am Borsigplatz, wurden dann einige Hunde ausgeführt, gestern Abend noch. Ja? So also 200 irgendwie so. Also so imaginäre Hunde, ne? Aber, soll ich dir was sagen? Ja. Ich bin ehrlich, ich bin richtig stolz auf die BVB-Fans. Mhm. Aufgrund dieser Tatsache, dass es eben nur 200 am Borsig, also ich hätte nicht gedacht, dass sie sich so zusammenreißen. Ich hatte es gehofft, muss ich ehrlich sagen, weil es ist einfach nicht zeitgemäß, nicht angesagt. Also ich finde schon, da haben sie ein echtes Zeichen gesetzt, ja, was diese Pandemie-Geschichte angeht. Also da war ich echt stolz und habe natürlich gedacht, schade trotzdem, ne? Oh, was wäre das für eine geile Feier gewesen. Das war ja so schon, also vielleicht sprechen wir gleich nochmal über die Szene im Stadion. Das war trotzdem emotional, finde ich. Emotionale Bilder, stille Emotionen. Ja? Ob es mit Piszczek war, dass Piszczek und Schmelzer vorweggegangen sind. Weißt du, so viele Kleinigkeiten, wo ich Gänsehaut gekriegt habe. Ganz dachte, viele Geschichten. Mal, wie ganz geil ist das? Ja? Aber die Fans, also dass die jetzt hier, auch dass die, ich hätte auch gedacht, dass sie hier einen 25 Kilometer langen Korso hier rund um die Innenstadt machen, aber nichts dergleichen offensichtlich. Super. Also ganz, ganz klasse. Und jetzt habe ich mir überlegt, was könnte man denn machen? Mhm. Ne? Weil es ist ja vorbildlich, was die Fans machen. Ich hätte eine Idee. Sag mal. Also vielleicht, wenn zum Beispiel nächstes Jahr, nur mal, also man könnte einen beliebigen Tag nehmen, aber jetzt nur mal gesetzt den Fall, in den nächsten Jahren passiert es irgendwann mal, dass der BVB nicht im Pokalendspiel ist. Ne? Mhm. Könnte man ja zum Zeitpunkt dieses Pokalendspiels auf dem Friedensplatz das Spiel von gestern in Gänze nochmal abspielen vor den Fans. Getränke stellt der BVB. Und dann mal der Welt zeigt, ja, dass man sich auch, dass man jetzt nicht nur, das oder sagt, dass man auch Emotionen produzieren kann. Ja, dass es nicht nur eine Sache ist, die einen mitnimmt, sondern dass man auch in der Lage ist und auch die Fans wollen, das wäre ein Hammer. Ja, und das natürlich aufnehmen, einen geilen Film drüber drehen und dann noch so feiert dir, der BVB. Du stellst dir so ein Pokalfinale vor, Bayern gegen Leverkusen. Genau.
zum Beispiel. Also so ein Spiel, was kein Mensch braucht. Richtig. Ja? Auch gar keiner guckt in Dortmund. Ja. Und dann meinst du, da wäre auf dem Friedensplatz mehr los. Im Übrigen hat mir ein ganz lieber Kollege ein kleines Video zukommen lassen. Auf dem Marienplatz steht ein Fahnenmast. In München. Zu Recht wahrscheinlich. Ja, ja, ja. Und was hing da dran? Nicht die bayerische Flagge, vermute ich mal. Auch nicht die Bayern-Flagge. Die BVB-Fahne hing dran in der vergangenen Nacht. Ja. Ja, guck mal, der Söder, der lernt. Du, ne? Hat der die selber aufgehängt, oder was? Keine Ahnung. Aber da war auf jeden Fall die BVB-Fahne auf dem Marienplatz. Meine Güte, schöne Geschichte. Dann lass uns aber mal zu den kleinen, wunderbaren Nebenschauplätzen dieses Pokalfinales kommen. Ach, da haben wir so viele. Piszczek hast du gerade angesprochen, Edin Terzic hat den derartig gelobt. Die Mannschaft hat ihn hinterher im Kreis dann in die Luft geworfen, weil Lukas Piszczek natürlich zum einen in seinem zarten Alter von Mitte 30 nochmal alle Körner reingeworfen hat. Hat ja auch eine schwere Saison hinter sich, seine letzte bei Borussia Dortmund. Diverse Rechtsverteidiger haben sich verletzt und auf einmal, ja, beziehungsweise der belgische Postbote kommt nicht so richtig an. Ja, und dann spielt er und haut da alles raus. Und er weiß natürlich in dem Moment, er ist ja schon beim 4:1, bei diesem Tor von dem Haaland, diesem komischen Tor, wo der norwegische Riese sich selbst anschießt und dabei ausrutscht. Da sagt er ja schon auf die Knie, weil er jetzt weiß, ja, das ist das Ding und das ist für mich auch der letzte ganz große Moment mit Borussia Dortmund. Ja, geil. Und dann heult er hinterher und der Terzic sagt, meine Güte, also ja, ich dachte, der hätte schon während des Spiels im Prinzip alles rausgehauen, dass der überhaupt noch Tränen hatte. Tolle Nein, Geschichte, also, ne? Also sensationell. Ich meine, Piszczek ist natürlich auch wirklich auch ein echt besonderer Typ, das muss man sagen. Ne? Also wenn wir immer von diesen, sagen wir mal, BVB-Herzen sprechen, ja, dann muss man den definitiv, natürlich ist das der Vorletzte da, ich glaube, ne, oder? Vielleicht noch ein, zwei andere, egal. Einer der letzten, ja, mit dem echten BVB-Herz, sage ich mal. Und ja, ich kann mir das sehr gut vorstellen. Ich kann mich erinnern, ich habe ja auch bis Mitte 30 gespielt. Meine letzte Saison bei Werder war ja auch dann eher, du wirst ja dann schon ein bisschen abgeschoben, aber so. Aber ich kam nochmal zum Einsatz, wir spielten unten rum irgendwie und dann habe ich irgendwie aus 30 Metern einen reingezwirbelt, ich glaube gegen Gladbach, und wir haben 1-0 gewonnen. Das ist jetzt kein Pokalsieg, ja, und auch das war nicht mein letztes oder vielleicht war es doch das letzte Spiel, weiß ich nicht, aber selbst da, ja, du weißt, boah, das wird ja nie wieder passieren, ne? Und dann, ja, dann bricht sowas raus. Also ich habe jetzt nicht geheult, wie gesagt, so emotional war es nicht, aber es ging in diese Richtung, ne? Dadurch fährt dich schon was. Klar. Ne? Und wenn du dann so einen Abschluss hast, erstmal der liebe Fußballgott, muss man sagen, vielen Dank dafür, ja, dass die anderen sich alle verletzt haben oder total außer Form waren, dass er sowieso spielen konnte, ja, und dann auch so eine klasse Leistung bringt und dann noch dieses Ding gewinnt. Ja, also da muss man sagen, echt, er hat es verdient. Der Gute. Auf jeden Fall. Dass Marcel Schmelzer mit im Stadion war, hat mich auch super gefreut. Hat ja nicht wirklich irgendwie eine Minute gespielt, dauerverletzt. Aber das fand ich einfach prima. Dann hatte, ich weiß gar nicht, wer es war, wer hatte das Trikot des verletzten Morey an. Auch eine sehr schöne Geste. Ja. Ja. Insgesamt merkte man einfach, und da sind wir dann wieder beim Punkt, was hat der Terzic mit dieser Mannschaft gemacht oder hat der aus dieser Mannschaft eine Mannschaft gemacht? Ist das wieder zu hoch gegriffen? Ja, wir sind leider ja nicht dabei. Mhm. Und wenn sie die nächsten beiden Spiele verlieren, sitzen wir hier und schimpfen ja wieder bei Terzic. Aber tatsächlich, also wir reden jetzt nicht nur von dem gestrigen Spiel, wir reden ja jetzt doch schon von ein klar paar Wochen am Stück. Ja, klar. Ja, das ist dann irgendwann auch kein Zufall mehr. Und da hat sich meines Erachtens schon etwas geändert, definitiv. Also wie gesagt, er hat ja Spieler, wenn du mich fragst, stärker gemacht. Das ist Sancho und Akanji habe ich schon Reus wieder genannt. Zurückgebracht. Reus, wie gesagt, brauchen wir gar nicht drüber reden. Wobei, dem traue ich sogar zu, dass das... Oh, der braucht natürlich psychologische Unterstützung in so einer Phase. Der hat ja so auf die Fresse gekriegt. Von uns nicht, ne? Oder? Nee. Nein. Ja, jetzt mal ehrlich, ich habe überlegt, ob ich den, aber ich mag den ja sehr gerne. Haben wir den mal schwer kritisiert? Wir haben einfach nur gesagt, dass sein Körper irgendwo auch so ein Stück weit aufgebraucht ist. Genau. Und dass er natürlich nach diesen brutalen Pausen auch brutal Zeit mittlerweile so wieder aus, braucht, genau, um zurückzukommen. Auch das habe ich schon erlebt. Ich hatte auch schon eine Verletzung. Die ersten Wochen, da rennst du da rum auf dem Platz. Und der weiß, was ist denn hier los? Ich meine, ich war jetzt ja auch nicht so ein gnadenloser Techniker. Das ist ja noch anders als Stürmer, als Verteidiger, haust halt dazwischen. Und wenn du die Ball nicht kriegst, dann haust du einen Gegenspieler um. Okay, da kannst du die eine oder andere Lösung noch finden, aber als Stürmer musst du ja, weißt du, spielen und musst fit sein und schnell, musst schneller als dein Gegenspieler sein. Das ist noch viel, viel schwerer. Und dann noch als Kapitän und diesen Druck, das ist eine Hammernummer. Und
vor Marco Reus ziehe ich echt den Hut, das muss ich ehrlich sagen. Also das ist schon richtig geil, was der gemacht hat. Und das schaffst du natürlich auch nicht alleine. Das schaffst du nur mit dem Trainer und das schaffst du nur mit deinen Kollegen aus der Mannschaft. Wenn die dich nicht unterstützen, gehst du unter. Also, Aki Watzke hat gestern nach dem Spiel Interviews gegeben in der ARD bei Sky und hat zum einen, ohne darauf angesprochen zu werden, schon mal davon gesprochen, dass Edin Terzic ja eine, Zitat, halbtote Mannschaft übernommen habe und es sehr bewundernswert sei, was er aus dieser Mannschaft gemacht hat. Vor allen Dingen auch im Umgang mit Marco Reus, dass er ihn hat spielen lassen, dass er ihm das Vertrauen geschenkt hat. Da ist Aki Watzke schon sehr, wie heißt es immer so schön, proaktiv nach vorne gegangen. Ja, und hat Edin Terzic ein wahnsinniges Zeugnis ausgestellt. Was dann kommt, weiß Aki Watzke natürlich genau. Er ist lange genug im Geschäft, dass dann natürlich im Umkehrschluss sofort die Frage kommt, ja und jetzt? Aber die erste Frage hätte sein müssen, warum überhaupt? Was denn warum? Ja, überhaupt Marco Rose dann. Der Vertrag ist doch unterschrieben? Ja, nein, damals, dass man, weißt du, das Vertrauen ist ja jetzt auch erst mit den Erfolgen gekommen, so in der Anfangsphase. Nochmal, das mache ich jetzt keinen Vorwurf. Also haben wir irgendein Wort gesagt, wie kann man das machen? Nein, haben wir nicht, ne? Weil es lief zu der Zeit, lief ja nur echt das. Das lief scheiße ja, zu der Zeit. Das war noch, aber ist klar, du kannst so eine Mannschaft natürlich mit deinem, wenn du so ein Projekt vorhast, das kriegst du nicht zwei Trainingseinheiten und ein paar netten Sprüchen. Ja, da hängt richtige Arbeit hinter. Ja. Ja, und da weiß natürlich kein Mensch, wie sich das entwickelt. Und ja, zu der Zeit, als sie die Marco Rose verpflichtet haben, da sah es ja nun wirklich nicht rosig aus. Ne? Der sah es nicht rosig aus. Sei doch mal ehrlich, also die Nummer mit Marco Rose, die war doch längst unter Dach und Fach. Die war doch schon unter Dach und Fach, als der Favre noch an der Seitenlinie. Bin ich mir ziemlich sicher. Echt? Bin ich mir ziemlich sicher. Es ist trotzdem eine schwierige Situation für einen Verein. Und jetzt wird es immer schwieriger. Und nicht nur für Verein, jetzt wird es für alle schwieriger. Ja, wer kann da gewinnen und wer kann da verlieren bei der Geschichte? Ja. Also, was glaubst denn du? Ich habe ja, ich bin mir nicht sicher. Also, es gibt ja so mehrere Optionen. Du kannst ja jetzt sagen, oh, der Edin Terzic, der ist jetzt seit über 10 Jahren in dem Verein, ist mit seinen 37 Jahren durch und durch Borusse. Ich habe 38 gelesen, aber gut. 38, oder ist er jetzt gerade 38 geworden? Keine Ahnung. So, und ist durch und durch Borusse und der wird das schon, für den ist es vielleicht auch eine ganz gute Situation, wieder zurückzukommen ins zweite Glied. Du hast deinen Vertrag in der Tasche und du kannst in aller Ruhe abwarten. In aller Ruhe abwarten. Ja. Halbes Jahr, dreiviertel Jahr, anderthalb Jahre, ne? Dann bist du immer noch knapp 40 und es reicht auch, um beim BVB durchzustarten. Ja, aber das... Oder musst du diesen, wie heißt es so schön, Flow dann mitnehmen als Trainer und sagen, nein. So... Wie sagte mein heißgeliebter ehemaliger Trainer Otto Rehagel, immer so schön, du erinnerst dich, ja. Im Fußball gibt es nur Meinungen, keine Wahrheiten, Gott sei Dank. Ne? So, ja. Es gibt aber verschiedene Meinungen zu diesem Thema, logischerweise. Ja, oder verschiedene Facetten, die man beleuchten kann. Ne? Also zum einen ist es natürlich so, dass da jetzt gerade auch durch diesen Pokalsieg, und jetzt mag ich mir nicht vorstellen, wenn die jetzt noch die Champions League Quali schaffen, ja, dann werden die ein rauschendes Fest feiern zusammen. Und das ist ja wie ein Abschied, weil du weißt eigentlich, weißt du, der ist zwar da, aber der ist nicht mehr Trainer. Weißt du, das ist schon schwer, so eine Situation. Also für den neuen Trainer, der sich denn da dazwischen kommt. Und für die Spieler? Ja, für alle. Ich sage für alle. Pass auf, Terzic, ich glaube nicht, dass der jetzt an eine Rose rumsägt, damit er schnell erster Chef werden würde. Niemals. Das glaube ich. Er hat das ja auch gestern mal betont, dass auch Co-Trainer wichtig sind, womit er total recht hat. Aber nichtsdestotrotz ist es ein Unterschied, ob ich da vor der Truppe stehe, alles von mir ausgeht, ja, und ich der Impulsgeber bin und letztlich die Entscheidungen treffe, ja, oder da ist jemand anders plötzlich und ich sitze plötzlich wieder in der zweiten Reihe und die Spieler sehen das. Wenn alles vom ersten Tag an wunderbar läuft, kann das ein super Projekt werden. Wenn wir schon, du erinnerst dich, vor ein paar Wochen mal von der Doppelspitze so gesprochen. Ist es. Ja. Ich kann mir vom Typ her gut vorstellen, dass Rose und Terzic gut klarkommen. Also ich mag den Rose auch gerne. Also das ist auch ein authentischer Typ. Guter Junge irgendwie, habe ich das Gefühl, obwohl es bei Gladbach jetzt nicht so doll läuft. Aber egal. Aber wenn die sich arrangieren und der Rose auch in der, sagen wir mal, willens ist, ein Großteil oder vielleicht so die anderen 50% an Terzic abzugeben, irgendwie so in der Führung der Mannschaft. Ich meine, es ist noch nie gegeben, deswegen ist ja jetzt alles in die Luft gesprochen. Könnte ich mir das schon theoretisch vorstellen, dass das auch durchaus ein Erfolgsrezept sein kann. Aber, und das ist mein Punkt, du hast keine Zeit. Also wenn das nicht gleich, sagen wir mal,
zumindest mal so nach, ich sage mal nach 7 Spielen, muss man so, macht man mal den ersten Strich und guckt. Und wenn das dann nicht schon anfängt zu laufen, dann gibt es Probleme. Das kannst du nicht lösen. Also du glaubst, wenn Terzic bleibt, dann muss er eine wichtige Rolle bekommen in diesem Team. Dann muss er nicht Assistenztrainer Nummer 3 sein, weil der Rose bringt ja auch noch Herrn Zickler und jemand anderen mit. Ja. Sondern er muss eigentlich Cheftrainer Nummer 2 werden. Siehst du? Cheftrainer Nummer 2. Ja, aber wie gesagt, es ist ja, wo steht denn, dass es nicht geht? Nein, wir sind ja die Väter dieser Idee Doppelspitze. So. Ja, warum nicht? Also ja. Es gibt viel zu tun. Warum sollte nur Akanji auf uns hören? Ja. Ich glaube auch, das macht jetzt Schule, die werden öfter jetzt. Ja. Also das könnte ein sehr interessantes Projekt sein. Definitiv. Also da ist auch nicht das Scheitern vorprogrammiert, um Gottes Willen. Es ist letztlich natürlich alles vom Erfolg abhängig. Darüber brauchen wir nicht zu reden. Aber es gibt auch viele Fallen und man muss halt sehen, da ist natürlich auch die Frage, wie dann sind die Zuschauer wieder im Stadion wahrscheinlich oder hoffentlich. Ja. Das ist ja dann auch, kommt auch alles mit dazu, wie ist die Reaktion da, ja, wie geht die Führung damit um und so. Das sind natürlich alles. Also das ist unsere Variante 1. Ja. So. Variante 2 ist das Angebot von Aki Watzke. War das nicht von Watzke? Ich weiß nicht, ich habe so viele Interviews gehört gestern. Wir werden ihm die Hand reichen oder was? Oder er soll uns die Hand reichen? Oder ja, oder wir werden die Tür nicht zuschlagen, wenn er mit einem Angebot kommt und mit uns reden will. Dann ist will. Ja schon. Also wenn jetzt ein anderer Verein auf die Idee kommt, zu sagen, also der Edin Terzic, das wäre einer für uns, dann würde sich der BVB eventuell nicht sträuben. Aber jetzt stell dir mal vor, dann kannst du ja irgendwie so eine Rückholklausel da reinschreiben in so einen Vertrag, ne, so nach dem Motto. Ja, das kannst du aber nur machen, wenn er zu, weiß nicht, Schneeweiß Bethlehem geht oder so. Das kannst du mit einem anderen Profiklub nicht machen. Meinst du, der geht jetzt jemand, um ein Beispiel zu nennen, nach Leverkusen oder zu Leverkusen? Ja. Mit einer Ausstiegsklausel, dass er jederzeit, wenn Rose lassen wir wieder zurück, so gibt's nicht. Also dann ist es aber doch ein Spiel mit dem Feuer. Jetzt funktioniert das mit dem Rose nicht. Irgendwann im Herbst dieses Jahres merken sie, oh, das geht gar nicht. Aber dann ist Edin aber weg. Punkt. Dann kriegst du den so schnell nicht wieder. Richtig. Also deswegen ist es wohl zu überlegen, was man macht. Also es wäre natürlich die sicherste Lösung, tatsächlich erstmal das Ding mit beiden zu versuchen. Weil nochmal, das gab es noch nicht. Neues Projekt. Wenn die beiden sich verstehen, ich meine, das ist natürlich die Ausgangsposition, die, ich weiß nicht, haben die schon gesprochen? Ich glaube ja, keine Ahnung. Ist ja wurscht. Die beiden müssen sagen, jawohl, wir wollen das machen. Ja, wir versuchen es mal. Dazu muss dann aber natürlich Edin Terzic das nicht nur so sagen, sondern dann muss er auch hundertprozentig dazu stehen. Für Marco Rose ist es im Grunde kein Problem. Ich meine, der spart sich ja im Grunde der Arbeit, wenn die auf der gleichen Welle funken. Ja, es könnte es ja auch durchaus eine interessante Sache werden. Also dann könnte man es versuchen auf jeden Fall, wenn beide Parteien sagen, jawohl, ich mach das. Aber da müssen die auch grundehrlich zueinander sein. Auch Terzic, das kann nicht sein, dass er so aus seiner ich sag mal, schwarz-gelb angehauchten Euphorie jetzt so, ja, ich mach das, kein Problem. Dann merkst du, das ist Kacke. Vor allen Dingen darf es ja, wie gesagt, dann auch keine Lagerbildung geben, ne? Dass dann die Spieler denken, oh, meine Hose, dann gehen die zu dem Terzic und dann gehen sie zu dem Aki und sagen, ey, das mit dem Edin ist aber viel besser. Aber da sind wir wieder, das passiert nur, wenn kein Erfolg da ist. Mhm. Wenn der Erfolg da ist, kommt es dazu eigentlich nicht. Guck mal, dann haben wir noch Variante 3. Na, jetzt bin ich mal gespannt, wie sieht die denn aus? Hansi Flick. Ja, als Vater des Gespanns. Wer braucht denn noch einen Trainer? Also Leverkusen braucht wieder einen Trainer? Ja, gut, wir brauchen ja viele Trainer, ne? So, was ist denn mit Wolfsburg? Also, das ist ja noch da, der Glasner, oder? Ja, aber könnte ja sein, dass der da irgendwie keinen Bock mehr auf den Schmadtke und so weiter hat. Ja, aber die haben sich ja, glaube ich, wieder engagiert. Kann aber alles sein. Es geht nicht darum, dass der Terzic da hin soll. Da soll der Rose hin. Ach so. Habe ich auch schon drüber nachgedacht. Ja. So, jetzt stell dir mal vor, da kommt einer und sagt, du Marco Rose, bevor du da beim BVB solche Probleme kriegst, ja, komm doch zu uns. Und dann rufen wir den Aki an und sagen uns mal auf, Aki, die 5-6 Millionen Ablöse, die du gezahlt hast, das ist dein Problem, aber du kriegst den von der Gehaltsliste, kannst deinen Edin Terzic behalten und wir nehmen den wohl. Was ist denn, ist er tot? Ja? Marco Rose, ja. Ja, kannst du nicht machen? Er kann es nicht machen. Marco Rose kann es nicht machen. Also das wäre, das ist ja... Gesichtsverlust hoch 35. Das ist erledigt.
Okay. Ich habe auch mal drüber nachgedacht, ja, über diese Möglichkeit, dass man sagt jetzt im Nachhinein, pass mal auf, lass uns mal kurz zu dritt zusammensitzen, da ist jetzt irgendwas falsch gelaufen, ja. Gut. Wenn es um weniger ginge, würde man sagen, ach ja, komm, ne, egal, ja, komm, ne, machen das so. Aber nee, aus dem Projekt geht Marco Rose, egal was er tut, als Verlierer hervor. Also das... Das hältst du für ausgeschlossen? Das halte ich eigentlich für ausgeschlossen. Okay, gut, dann sind wir mal gespannt. Was sagt denn eigentlich Edin Terzic? So, also er ist ja gestern nach dem Pokalspiel nicht nur mit Bier übergossen worden, sondern er hatte ja vorher noch die Gelegenheit, ein bisschen was zu erzählen. Und ist gefragt worden, inwiefern denn Erfolg sexy macht. Und das ist seine Antwort. Ob Erfolg sexy macht, das kann ich nicht beurteilen. Ich gucke jetzt nicht in den Spiegel und denke, oh, der ist aber sexy, sondern das müssen andere beurteilen, ob sie das gut finden oder nicht. Ich bin unglaublich glücklich in der Rolle, in der ich jetzt bin. Ich habe es schon erwähnt, ich war die 10,5 Jahre vorher Co-Trainer und hatte ein sehr glückliches Leben. Und dementsprechend habe ich keine Angst vor der Zukunft. Ja, er muss auch gar keine Angst vor der Zukunft haben. Warum? Also ausgesorgt hat er sowieso. Egal, was passiert. Ja, ich verstehe jetzt auch diese Frage, nachdem das sexy macht, verstehe ich nicht. Ich meine, da müssen sie jemand anders fragen. Finden sie ihn jetzt sexy, weil er Erfolg hat, verstehst du? Ich fühle mich, oder? Ja, oder? Ja, stimmt. Ja, ja, ja. Erfolg macht sexy. Ist wir so, sind einfach ja. mal. Wir lassen das auf uns zukommen. Und, ach ja, aber ich finde das, aber wenn ich hier ganz kurz noch dazwischen funken darf, ne, er hat schon auch, so wie soll ich sagen, am Anfang, Lob ist auf logisch, da habe ich jetzt pass auf gesagt, ich glaube das erste Mal, aber am Anfang ist ja schon, da bist du schon ein bisschen angespannt, das hast du schon gemerkt. Logisch, weißt du was, er hat ja mittlerweile auch seine Kappe abgesetzt, die blöde Kappe hat er abgesetzt, wirkt sofort seriöser. Ja, ganz anders. Ja? Und er spricht natürlich auch, das ist auch normal, jetzt spontaner irgendwie und da kommen auch mal ein paar witzige Sachen rein, die haben so was mit Augenzwinkern und so, ne? Das ist natürlich auch logischerweise ein Lernprozess, ne? Und das macht er gut auch, ne? Also das, also die ersten Male dann habe ich noch gedacht, hui, da ist noch ein bisschen sperrig. Ein bisschen sperrig, das Ganze, ne? Wobei er ja auch seine große Fußballphilosophie-Geschichte aus dem ersten Interview, den muss er auch in Akta gelegt, ne? Von wegen, Verteidigen ist nicht so wichtig, lieber mit dem Ball, wir müssen ein Tor mehr schießen als der Gegner, ne? Im Gegenteil, ne? Eigentlich ist es jetzt andersrum gekommen, aber egal, wichtig ist der Erfolg. Und er hat sich da unheimlich entwickelt, finde ich, auch in der Außendarstellung, eben auch zu den Kommentaren, witzige Geschichten. Ich vermute mal, dass es natürlich auch mit der Mannschaft ähnlich läuft. Du musst dich aneinander gewöhnen, du bist locker, wenn es läuft und so. Dann schließt man das Thema auch ab. Aber wenn ich mir wirklich nochmal angucke, wie der nach dem Spiel diese Jungs, ich weiß, man muss auch auf Distanz gehen, man muss auch hart sein als Trainer, du kannst nicht nur der Freund sein, aber wie der die umarmt hat, wie der versucht hat, diesen Haaland in die Luft zu stemmen. Aber ehrlich, darf ich nochmal einmal ganz kurz, für mich die geilste Szene war, als du dieser Upamecano da abprallte vor dem Tor, oder? Ja. Als er gegen den Haaland rannte und einfach abprallte. Und der hat sich nicht mehr geschüttelt. Der hat sich nicht geschüttelt. Ich habe so gelacht. Ey. Ja. Also jetzt kommen wir wieder zurück. Nein, also diese innige Beziehung, die dieser Trainer da offenbart hat, im Übrigen sein gesamtes Trainerteam, da kannst du den Gebhardt nehmen, da kannst du den Otto Addo nehmen. Ja, also wie die mit der Mannschaft irgendwie verschmolzen sind, wie die mit den Jungs umgehen, wie die offenbar diesen Ton treffen, was er ja auch so betont hat, Terzic, dass es wichtig ist, auch wenn du eine harte Entscheidung treffen musst, dass du trotzdem diesen Teamgeist in dieser Truppe hochhalten kannst. Siehe Bürki. So. Ja, auch gut, haben wir ganz vergessen. Also bei den Bällen, die der teilweise aufs Tor bekommen hat, gut, die Leipziger haben auch viel Aluminium getroffen. Aber da habe ich so die ersten zwei, drei, die er geschnappt hat, da habe ich gedacht, oh, nichts für ungut, aber ob der Marvin die geschnappt hätte, auch bei dieser einen Rettungstat, Wahnsinn, wie er da rausgekommen ist, Bürki. Ja, ne? Und ich glaube, machen wir einen Strich drunter, wir sind gespannt, wie es weitergeht. Aber du wolltest jetzt eine Frage stellen, mit diesem Umarmen. Ich wollte es einfach nur nochmal betonen. Ich fand das so bezeichnend für das, was da möglicherweise zusammengewachsen ist. Also, das ist eigentlich ein Zeichen von, wie gesagt, von Authentizität. Ja, der macht halt das. Das ist halt, man dreht sich um. Das ist ja nicht gespielt. So, und wenn du nicht der Typ Trainer bist, das zu tun, dann solltest du es auch tunlichst lassen. Ja? Richtig. Und dann hast du halt so ein Lucien Favre, der ja wirklich ein wahnsinniger Taktikfuchs war und der unglaublich viel so als dozierender Fußballprofessor damit reingebracht hat. Aber diese Nähe, dieses. Aber das muss nicht schlechter sein. Na, das ist so. Das habe ich ja auch gesagt.
Da gibt es nicht falsch oder wahr. Ja? Das, da gibt es auch nicht gut und böse. Das ist nicht jeder Trainer, der an der Linie rumtobt wie Klopp, macht so eine Karriere. Da gehört, nochmal, das ist mein Lieblingswort, Authentizität. Du musst so sein als Typ. Und wenn das rüberkommt und die Mannschaft das mag und es passt, dann ist das toll. Ja, ja, und dann musst du es ausleben. Aber es passt auch nicht. Stell dir jetzt mal vor, Lucien Favre wäre jetzt da zu jedem gerannt und hätte den da jetzt... Nein, es hätte nicht gepasst, ja, aber also vielleicht braucht so ein Marco Reus das. Vielleicht braucht so ein Jadon Sancho diese Nestwärme. Vielleicht braucht auch so ein kantiger Wikinger irgendwie mal einen, der ihn in den Arm nimmt. Ich glaube, das geht zu weit. Ja, dann müssen ja diese Spieler würden ja dann eigentlich, wenn du das mal jetzt weiter verfolgst, diesen Gedanken, dürfen ja dann, wenn du der Typ bist, der gerne, ich will jetzt gerade vor, dass Haaland gerne von seinem Trainer umarmt wird. Ja, also dürfte Haaland ja nur zu Trainern wechseln, ja, die ihn umarmen, ja, und ein Küsschen geben, und sonst würde er Scheiße spielen. Ja, okay. Also, und das ist nicht so. Das sind so viele kleine Faktoren, die innerhalb einer Mannschaft sich abspielen. Es sind ja auch nicht alle Spieler gleich. Ja? Wenn du jetzt mal Grund überlegst, dann werden dann welche dabei sein, aber da soll man nicht anpacken. Das ist ein schlechtes Gefühl. Ja? Ja, aber das ergibt sich ja so. Und das ist eben die Frage, bist du authentisch als Trainer? Findest du auf deine Art Zugang zur Mannschaft? Ja. So. Und wenn das alles unendlich wäre, dann würden ja diese Supertrainer ihr Leben lang bei der Mannschaft bleiben, weil das ja alles klappt. Aber das wissen wir, auch das endet gewöhnlich natürlich endet irgendwann mal. Ich glaube nur, ein empathisches Verhalten kann auf jeden Fall nicht schaden. Definitiv. Siehe Thomas Tuchel, auch der hat dazugelernt. Ja, der lässt mehr zu und zeigt das auch. Klopp ist sowieso ein Beispiel dafür. Und insofern, sind wir mal gespannt, wie die Entscheidung da ausfällt. Vorausgesetzt. So, guck, da sind wir ja jetzt an dem Punkt. Ja. Borussia Dortmund gewinnt die nächsten beiden Spiele. Du hast es in deiner Hand, 2 Siege und du bist durch. Es kann ja auch passieren, dass zum Beispiel, wir spielen ja Sonntag erst, es kann ja auch sein, dass Samstag Bielefeld und Werder beide nicht gewinnen. Ja. Die müssen beide ihre Spiele gewinnen, um Mainz noch einholen zu können. Siehst du. So, wenn die beiden nicht ihre Spiele gewinnen, was ich eigentlich nicht hoffe, egal, aber es könnte ja passieren, wenn die ihre Spiele nicht gewinnen. Ja, was meinst du, was dann in Mainz los ist? Meinst du, die freuen sich auf das Spiel gegen Borussia Dortmund? Mhm. Die treffen sich abends und lassen die Shampoos-Korken knallen, weil sie sich qualifiziert haben. Ne? Also, Mainz ist der Gegner des BVB. So, das Blöde an Mainz ist, die sind seit 9 Spielen ungeschlagen. 1-1 gegen Frankfurt, 1-1 gegen Hertha, 2-1 gegen die Bayern. Ja, 1-0 gegen Werder, 3-2 gegen Köln, 1-1 gegen Bielefeld, 2-1 gegen Hoffenheim, 1-0 gegen Freiburg und 0-0 gegen Schalke. Das war das schwächste Spiel, glaube ich, von allen. Aber da haben sie dann angefangen, Gas zu geben. Ja, 9 Spiele ungeschlagen, die haben sich mit einer Gala-Mentalität da unten rausgekämpft. Ja, die Hertha im Übrigen erschreckenderweise auch. 7 Punkte aus 3 Spielen. Das heißt, das wird definitiv kein einfacher Gegner für Borussia Dortmund. Du kommst irgendwie im Siegestaumel des Pokalsieges da nach Mainz, beziehungsweise erst nach Frankfurt. Ja, heute im Prinzip der Transfer. Heute ist Freitag nach Frankfurt und Sonntag musst du das Ding gewinnen. Aki Watzke hat es, glaube ich, gestern gesagt. Das ist das schwerste Spiel. Und dann sage ich, jawohl, er hat recht. Mhm. Ich hatte ja auch so den einen oder anderen Höhenfluch in meiner Karriere. Es ist wirklich, wenn du so Highlights hast, ja, und da hatten wir noch Zuschauer, okay, jetzt ist egal, aber trotzdem, ja, es ist ein Highlight, auf das du dich auch natürlich konzentriert hast und dann geht das in Erfüllung, ja, mit so viel Emotionen, aber und das dann, wie viele Tage sind das, was haben wir, Donnerstag, Freitag? Ja, 2 Tage. 2 Tage. Ja, heute ist Freitag. Wie du das, ich halte es für unmöglich, diese Emotion oder mal diese Vorbereitung auf dieses Spiel auf diesem Level wie das Pokalendspiel zu heben. Ich halte es für ausgeschlossen, obwohl du natürlich weißt, dass du gewinnen musst, dass du natürlich weißt, dass die Champions, das weißt du alles. Du weißt auch, dass Mainz stark ist, das kann der Trainer 100 Mal erzählen. Das weißt du alles und du sagst dir natürlich, egal, wir hauen sie weg. Ja, aber ich weiß aus Erfahrung, dass das eine ganz, ganz, ganz schwere Nummer ist, das so auf diesem Level umzusetzen, weil es ist irgendwas, wozu du dich zwingen musst. Und das musst du beim Pokalendspiel oder bei welchem Endspiel auch immer nicht. Weißt du, da bist du so motiviert. Oder auch wenn du gegen Bayern spielst, wo da so oft genug in die Hose gegangen. Egal. Also das sind halt so Dinge. Oder gegen Schalke normalerweise, da muss dich auch keiner motivieren. Das sind Selbstgänger. Da musst du eigentlich als Trainer eher bremsen. Aber
Aber so ein Spiel gegen Mainz, ne, da guckst, die gucken auf der Bälle, die Jungs, die sagen, wie du auch, ja, 36, was soll passieren, 100% gehen wir, so genau, 9 Spiele gewonnen, ne, 10 schaffen, oder 9 Spiele nicht verloren, schaffen wir schon irgendwie. Nee, irgendwie wird das nicht gehen. Also, dann hoffen wir doch mal darauf, dass die Mainzer unter Umständen am Sonntag das Thema Abstieg abgehakt haben. Ja. Ja, das wäre super. Wobei, da sind wir wieder bei unseren Bremern. Ja, da hätten sie wenigstens einen Punkt, können sie erholen. Oh, Augsburg, Punkt. Augsburg gegen Bremen. Ein Punkt. Dann sieht es natürlich trotzdem immer nicht so rosig aus, ne? Mit 32 dann. Bielefeld ist noch dann. Also Bielefeld muss natürlich gegen Hoffenheim ran. Und das ist auch nicht chancenlos zu Hause, steht auch fest. Also, dass die beide nicht gewinnen, ist nicht so wahrscheinlich. Und bei Hertha gegen Köln würden wir ja mittlerweile ganz klar auf die Hertha tippen, ne? Ja, leider auch. Das. Ja, ich hatte das ja kurz angesprochen damals. Hertha, ob diese, sagen wir mal, diese Corona-Pause, ja, mit von wegen kein Training und so, ob das nicht trotzdem Vorteil sein kann. Erstmal natürlich psychologisch, weil du genau weißt, was haben die oder holen die anderen Mannschaften, und auch in dieser Phase der Saison, ob du jetzt trainierst oder nicht, ja, zusammen, du hast natürlich erstmal ein bisschen, ein Stück weit Erholung. Du hast eben nicht diese Spiele, und du erinnerst dich an unsere Diskussion, ja. Ich wusste natürlich das Ergebnis nicht, aber zumindest haben wir mal die Frage aufgeworfen, ob das nicht ein Riesenvorteil sein kann am Schluss. Und Stand jetzt würde man sagen, jawohl, das war ein Riesenvorteil, ne? Ihr Lieben, es wird auf jeden Fall ein ganz, ganz spannendes Bundesliga-Wochenende. Die Meisterschaft ist durch, das wissen wir. Schalke ist abgestiegen, das wissen wir auch. Ach. Ja. Nein, die suchen auch einen Trainer, ich weiß, aber nein. Nein, nichts für Terzic. Gottes Willen, zweite Liga. Das scheidet aus. Nein. Das scheidet aus. Oder wolltest du was anderes erzählen? Ich wollte eigentlich was anderes erzählen, ich weiß aber nicht mehr das. Achso, Bayern ist Meister geworden übrigens letzte Woche. Ja. Dem haben wir gar nicht mehr gesprochen. Aber das nur mal. Ja. Wir danken euch im Übrigen wieder für eure Kommentare bei YouTube. Adrian hat uns geschrieben, erfrischend euch beiden immer wieder zuzuhören. Fühle mich wie, was soll das eigentlich heißen? Fühle mich wie 55, wenn ihr am Mikro seid, bin aber 32. Ich vermute, es ist ein Druckfehler. Also 15 meint er, oder ja, 25? Nee, Spaß beiseite, mein Lieblingspodcast. Danke, Männer. So. Ja, danke, Adrian. Ja, Birgit hat auch geschrieben. Ja, ich habe dich darauf hingewiesen, ja. Ja, also. Hallo, ich finde es interessant, was sagt sie? Würde man nicht nur über Edins Zukunft spekulieren, sondern auch mal bedenken, was sein Weggang für die Mannschaft bedeuten würde. Fallen die Jungs dann wieder zurück in das Loch? Ja, seit Jahren suchen wir den neuen Klopp. Jetzt haben wir ihn gefunden und nun kommt der Rose. Ja, der Edin darf nicht gehen, den werden wir noch brauchen, um die Scherben zusammenzufegen, die der Rose hinterlassen wird. Das hat Birgit im Übrigen vor dem Pokalfinale schon geschrieben. Ja. Also 4 überragende Sätze, ehrlich, Hut ab. Mhm. Ja, du hast, Birgit, du hast alle Fragen aufgeworfen, die wir eben ja schon reichlich diskutiert haben. Ja. Und wir wissen nicht, ob es da, wohin es gibt. Es gibt auch keine Wahrheit, aber wir werden die Entwicklung sehen. Und es kann viel eintreten von dem, ja, was du da losgelassen hast, ja. Rainer fragt noch, hallo ihr beiden, wie immer eine Wohltat, euch zuzuhören. Gab es damals, damit meint er dich, weil ich habe ja nie beim BVB gespielt, gab es damals, wo du beim BVB gespielt hast, beziehungsweise hattest du auch schon einen Manager, würde mich mal interessieren, ja, ob die Spieler selbst bestimmen können, wo sie spielen wollen. Und wenn ich den Manager von Haaland höre, habe ich immer das Gefühl, er bestimmt, wo es lang geht. So ein Vollpfosten steht da noch in der. Ja. Kann er ruhig sagen. Also Punkt 1, ich hatte keinen Manager. Das war noch nicht so üblich damals zu meiner Zeit. Das ging dann gerade los. Ich war aber noch in der Lage, da meinen letzten Vertrag in Bremen selber irgendwie. Du hättest auch keinen Bock gehabt, dem irgendwie Prozente abzugeben, ne? Je nachdem, was er rausgeholt hätte. Ach so. Nein, das wurde ja damals, das fing ja damals an zu der Zeit. Ne? Das war noch nicht die Regel. Kaiser Franz hatte doch mit Robert Schwan schon ganz lange einen Manager. Ich sage ja nicht, dass es keiner hatte, aber so, heute hat ja jeder einen Berater oder fast 99%. Auch zu Recht, muss man sagen, die Zeiten haben sich geändert, es sind andere Regeln da, andere Ansprüche. Also das ist schon okay so. Du weißt ja, dass ich selber in deinem Geschäft arbeite. Insofern ist das natürlich jetzt auch schlau, dass ich das sage, aber es ist wirklich so. Also du kommst heute ohne als Spieler kaum noch klar. Also das ist nicht so einfach, weil das immer alles rund läuft, dass du nie Probleme hast. Das passiert eigentlich nicht. Und dazu ist es halt auch nicht mehr nur hier die Bundesliga, sondern es ist ja jetzt Globalisierung. Und da brauchst du eigentlich auch jemanden, der dir hilft. Aber nur am Rande, ob der Spieler selbst bestimmen kann. Ja, selbstverständlich. Am Ende entscheidet der Spieler. Mhm. Und das ist aber auch das, was ich immer wieder leider Gottes anführe, dass eben
einige Spieler offensichtlich das nicht mehr tun, sondern dass die so unterm Stiefel ihrer Berater oder Väter oder sonst was stellen, dass keiner den Mumm hat, wenn er merkt, es geht nur darum, dass mein Berater sich die Taschen voll macht, um mal zu sagen, Junge, pass mal auf. Ja. Und tschüss. Ja, ja, aber du glaubst doch nicht, dass Papa Haaland ohne Absprache mit seinem Sohn, mit diesem Mino Raiola. Nein, natürlich ja? weiß der das, aber es gibt tatsächlich, ich glaube sogar, dass es mittlerweile doch verbreitet ist, dass der Einfluss dieser Berater, ja, und ich rede jetzt von diesen ganz großen natürlich, ja, dass der schon, weil es eben so um so viel Kohle geht, ja, dass der schon so groß ist, dass viele Spieler das einfach nicht mehr selbst entscheiden, dass die so gelenkt sind, schon, die meisten sind ja auch schon von Kindheit an da unter denen, ja, dass sie so einen Einfluss haben, dass die so fremdgesteuert sind. Mhm. Und ich meine, das kannst du ja auch, wenn du dann einen guten Zugang zum Spiel hast, kannst du mir auch alles erzählen. Ja, der glaubt das ja auch am Ende, wenn es ein bisschen erfolgreich läuft. Ich glaube, dass es echt mittlerweile Spieler gibt, die das nicht mehr selbst entscheiden. Ja, die dann wirklich oder nur noch nicken, wenn der Berater sagt, so wird's gemacht, na ja, das machen wir schon. Ja. Das ist leider die traurige Wahrheit. Ja, dass es die Spieler nicht mehr genug Eier haben, wie heißt das? Ja, ja. Ja, ne? Deswegen, auch das wird ja eine ganz spannende Entwicklung, was passiert im Sommer mit Borussia Dortmund und zum Beispiel Erling Haaland. Gestern hat Aki Watzke gesagt, dass er davon ausgeht, dass Haaland in der kommenden Saison weiterhin bei Borussia Dortmund spielt. Hat aber auch gleich betont, dass so ein komplett unzufriedener Spieler natürlich, ne? Punkt, Punkt, Punkt. Also wir sind uns dann nicht so zu 100% sicher, dass es nicht eventuell der einzige Titel bleibt, den Erling Haaland mit dem BVB feiert. Wäre sehr schade. Würden uns ja, auch in der kommenden Saison weiterhin wirklich an diesem Phänomen erfreuen. Ja. Jadon Sancho soll in dieser Woche berichtet haben, dass er sich pudelwohl fühlt bei Borussia Dortmund und dass es eigentlich gar keinen Grund gibt, muss ich momentan Gedanken zu machen. Mal gucken, ob das nur Lippenbekenntnisse sind. Zumindest spielt der Moment so, als ob das stimmt. Mhm. Genau. Und deswegen kommt noch einiges auf und zu. Michael, wir haben im Übrigen in der vergangenen Woche, ja, haben wir gesagt, also ich glaube, wir haben mal den Menschen einen Rat gegeben, ich habe nicht mehr reingehört und haben gesagt, lasst euch impfen. Mag sein, ja. Ja, haben wir gesagt, ja. Lasst euch impfen. Hat nicht jedem gefallen. Nein, ich habe es hier auch gerade vernommen, ja. Mhm. Ohne Name, oder? Mhm. Ich habe den Kaffee, weiß nicht. Ja, ja. Ja. Ist der Meinung, dass das unverantwortlich ist, dass wir hier zum Impfen aufrufen, mhm, ja, und doch uns hat noch ein paar andere Sachen geschrieben, die lese ich jetzt nicht vor, und dass es hier doch um Fußball gehen soll. Ja. Punkt A. Also erstens, ja, die Meinung, also respektiere ich. Also ja, ich auch. Ich bin nicht der Meinung, jeder hat seine Meinung und kann das äußern. Wir zwingen niemanden. Nee. Ich würde trotzdem weiter zum Impfen aufrufen. Ich auch. Und das aus einem einfachen Grund, und das wäre beim Fußball. Weil, um der Sache Herr zu werden, gibt es keine andere Lösung. Und wenn man aber sagt, ich will mich nicht impfen lassen, dann habe ich da volles Verständnis für. Das muss jeder selber entscheiden, das ist gar kein Thema. Es geht aber um die Gemeinschaft, um die Gesellschaft. Und da bei uns geht es leider nur weiter, wenn viele geimpft sind und wir leider diese Herdenimmunität erreichen. Weil nur so werden wir das nächste Pokalfinale, genau, mit Borussia Dortmund. Ja? Du sagst mit das, was Borussia ich jetzt eigentlich sagen wollte. Aber nur sag es. Ja, werden wir es wieder gemeinsam erleben. Nur so. Es geht im Fußball nur weiter, wenn die Leute sich impfen lassen, wenn diese Herdenimmunität entsteht, die Einschränkungen aufgehoben werden, und dann können wieder Leute in die Stadien und dann haben wir wieder unseren Fußball. Und deswegen, das ist der Zusammenhang, warum wir auch zum Impfen aufrufen. Ja. Aber nochmal, da bin ich bei dir. Wer dir möchte, soll es sein lassen, in Gottes Namen. Definitiv. Also, ich kann keinen zwingen. Jedem das Seine. Ich danke dir für diesmal. Und kommende Woche sind wir im Finale dieser Saison. Ja. Und da sind wir schlauer. Oh. Mit Borussia Dortmund Pokalsieger geworden und dann noch die Mannschaft in die Champions League geführt. Da muss Edin Terzic bleiben. Bis zum nächsten Mal. Macht's besser. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Die Vorstopper. Der Bundesliga-Podcast mit Schulz und Scherf. Präsentiert von DOCOM21. Internet, Telefonie, TV. Was liegt näher?